Also, wir sollen die Templer nun unter der Führung von Prinz Ahmed drohen, Sophia zu ermorden, falls Ezio ihnen die Masyaf-Schlüssel nicht übergibt. Verlassen sie Kappadokien und eilen sie nach Konstantinopel zurück. Und nicht mehr als die Hälfte der Gesundheit verlieren. Die da aber nicht, Benne. So. Laut. Los, los. Oh Gott. Sag mal, der macht hier gerade so, Alter! Der gute Ezio, der macht hier gerade sehr viele kopfbezogene, Kill-Moves mit dem Schwert von Vlad, dem Fehler. Kann das sein, dass das Absicht ist? Ich weiß... Alter! Alter! Mann, Ezio! Chill doch mal deine Nuggets! Alter, ist der eklig. Der Ezio. Mein Gott. Ja, wie gesagt, ich weiß, dass das geht, dass bestimmte Waffen oder Rüstungen krassere Scheiße machen im Spiel. Krassere Killmoves, dass die Wachen sich erschrecken und wegrennen und so. Aber, holy moly. Zumindest würde es doch zu einer Klinge von Vlad, dem Fehler. Sag mal! Würde es doch sehr passen, mehr Killmoves zu machen, die kopforientiert zu sind, wa? Kopforientiert sind. Wie würdest du das? Okay, da ist hinten ist ordentliches Genick. Das finde ich gut. Oh, ich wünschte wirklich, wir hätten diese Waffe schon viel, viel früher geholt. Wir hätten die schon viel früher haben können. Die gute alte Klinge von Vlad, dem Fehler. Oh, 2076. Wir durften auch nochmal Manuel Palaiologos looten. Jetzt hat's gehangen kurz. Entschuldigung. Fino, kannst du mal die Pausennachricht wegmachen oben, die du angeheftet hast? Aber danke, dass du sie überhaupt angeheftet hast. Das war voll lieb von dir. Dankeschön. Vielen lieben Dank, du kleine Schnuckelbacke. Danke für den Reminder. Danke fürs Hinmachen. Wusste, ich hab was verpeilt. Oh ja, und auch fürs Wegmachen, genau. So, wir haben jetzt mal ordentlich gelootert. Und jetzt? Alles brennt. Die ganzen Höhlen stehen im Rauch. Wollen wir wirklich eine ganze Stadt verdammen? Ezio? Ezio, willst du wirklich eine ganze Stadt verdammen? Deswegen nicht mehr als die Hälfte der Lebensenergie verlieren. Wir verlieren hier Lebensenergie hier drin. Und jedes Mal, wenn wir Schaden nehmen. Oh Gott. Ich glaube, ich weiß, ihr könnt nicht viel sehen. Ich auch nicht. Aber ich glaube, wir sind jetzt am Eingang, am Ausgang. Muss mal gucken. Volle Synchro ist immer noch da. Ja, genau. Ido cosplayt schon mit. Ich merk's. Ach so, du hast genießt. Dann Entschuldigung und Gesundheit. Bitte einmal für Ido Gesundheit in den Chat ballern. Danke. Gesundheit und Gesundheit. Von Ben und Fino.
Ruckel, ruckel, ruckel. Wir spielen weiter und es macht ruckel, ruckel, ruckel. Ich wüsste wirklich gerne mal, was Revelations für ein Problem hat. Echt, ganz im Ernst. Also, laut den Systemangaben zum Beispiel sollte Revelations auf meinem PC problemlos laufen. Das könnte wahrscheinlich 3-4 Mal laufen auf dem PC und es würde trotzdem noch funktionieren. Unsere gemeinsame Zeit war Alter, ihr! Doch ich hoffe, der Kodex wird alle Fragen beantworten, die ihr euch stellt. Alter, ihr, dieses Geschenk ist unschätzbar. Grazie. Nun, wohin geht ihr als nächstes? In Mentorrobe, by the way. Nach Konstantinopoli für eine Weile. Wir gründen eine Gilde dort, dann geht es heim nach Venezia. Euer Sohn Marco wird sicher die wilden Geschichten seines Vaters hören wollen. Er ist Marco etwas jung für solche Geschichten, doch eines Tages, sie. Vater, ein Stoßtrupp der Mongolen ist durchgebrochen. Das Dorf wird überrannt. Niccolo, eure Waren und der Proviant warten am Dorfeingang auf euch. Wir eskortieren euch. Hab Dank, Mentor. Katapulte bereit? Auf mein Zeichen achten. Bleibt dran. Die Polos in Sicherheit eskortieren. Niccolo und Mafio Pollo. Ah, wir sind wieder ordentlich langsam. Oh Gott, was? Haben wir... Warte, Moment, bevor ich irgendwas mache. Haben wir eine 100% Synchro? Nein, haben wir nicht. Okay, cool. Sehr gut. Alter, ihr... Okay, nee, das war wohl ich. Ich sehe jetzt erst. Apfel benutzen, X. Aber Alter, ihr kriegt gar keinen Schaden dadurch. Hä? Okay, hier gehen weirde Sachen ab, Freunde. Die sind gerade getötet worden, die Mongolen da. Gut, dort lang. Aber nicht von unseren Händen. Und auch nicht vom Apfel. Da sind aus dem Nichts einfach irgendwelche Dinge gefallen. Guck mal, da kommen immer Gestalten. Alter! What? Oh, das ist geil. Da kommen einfach irgendwelche Animus-Gestalten, beziehungsweise Edenapfel-Gestalten wahrscheinlich, nicht Animus. Weil wir sind ja gerade nicht als Alter ihr im Animus. Okay, hier geht das nicht. Ey, du Silhouette, du hast gefailt, deinen Job zu erledigen. Guck mal da. Was zum Teufel? Bin auch wieder da, wie Bewaninchen. Bewegung. Cool, dass du wieder da bist. Müssen wir hier hin? Sagen die Mongolen. Aha. Was denn? Was soll ich denn hier jetzt machen? Okay, hier passieren absolut seltsame Dinge. Der eine Mongole hier scheint echt absolut unbeeindruckt. Nicht bei Trost. Guck mal. Das interessiert den Scheiß. Der eine Mongole hier so. Interessiert mich nicht. Und der Apfel hat auch keine Wirkung auf ihn. Okay, gut. Aber das finde ich cool mit den Edenapfelgestalten, die plötzlich auftauchen. Und alles wegtöten. Aber... Vater, seid ihr verletzt? Nur einen Moment. Ist der Edenapfel. Das Ende einer Ära. Als ich noch jung war, war ich naiv genug zu glauben, dass unser Credo all diese Konflikte beenden würde. Wäre ich nur demütig genug gewesen, mir einzugestehen. Es ist wahrlich genug für ein Leben. Ich habe meinen Teil getan. Oh. Andererseits, was kann ruhmreicher sein, als für die Wahrheit zu kämpfen? Wir sind bereit. Ein letzter Gefallen, Niccolo. Nehmt die hier mit und bewacht sie gut. Versteckt sie, wenn ihr müsst. Die 5 Schlüssel. Sozusagen. Es sind Schlüssel. Jeder davon enthält eine Nachricht. Eine Nachricht? Für wen? Wenn ich das wüsste. Oh. Schon wieder dieses, es ist weit über meinem Kopf Ding.
Das ist weit über meinem Verständnis, meinem Kopf, meiner Befugnis, meinem Leben. Genau wie Ezio. Ach, ich find's schön, dass das auf so späte Tage doch noch auch verstanden hat. Bitte verzeih meine überhastete Handschrift, Claudia. So viel ist geschehen und nur so wenig davon ist gut. Ich bin wieder auf einem Schiff nach Konstantinopoli und verfolge einen Mann, dessen Verrat mir bisher entgangen war. Prinz Ahmed, Süleymans Onkel, ist der Anführer der hiesigen Templer. Er ist der Drahtzieher hinter der Masyaf-Expedition und wird vor nichts zurückschrecken, um sich die Schlüssel zu beschaffen, die nun allesamt in der Hand der Assassinen sind. Was mich zurückhält? Warum ich die Schlüssel nicht selbst benutze und diese Narren vergesse? Nun, ich war unvorsichtig. Die Templer wissen von Sophia und suchen nach ihr. Oh, Claudia, sollte ihr irgendetwas zustoßen, ich würde mir niemals verzeihen. Ich habe sie in einen Krieg hineingezogen, von dem sie nichts ahnt. Und es wäre allein meine Schuld, sollte sie dabei zu Schaden kommen. So, musste mal wieder ganz kurz wichtige Dinge mit beim Außenkorrespondenten besprechen. Bürger des Reiches und Reisende aus fremden Ländern gibt Acht. Auf Befehl der Janitscharen gibt es neue Regelungen für alle, die unsere schöne Stadt bereisen. Wisset, dass eine Belohnung von 10.000 Aktie bedingungslos demjenigen ausgezahlt wird, dessen Informationen uns helfen bei der Ergreifung des furchtbaren Suikastche Ezio Auditore. Okay. Ich gehe mal davon aus, unser Bekanntheitsgrad. Neue Gegenstände bei Schneidern freigeschaltet. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, ich gehe mal davon aus, unser Bekanntheitsgrad ist jetzt auf 100% Maximum, aber anscheinend ist das nicht. Okay, wir haben aber immerhin 30.000 im, in der Bank. Kann ich? Ja, ich kann wahrscheinlich in den Assassinen-Unterschlupf. Ich würde, bevor wir hier jetzt richtig, Dingenskirchen, loslegen, sozusagen. Hier, wo wir jetzt wieder zurück sind in Konstantinopel. Holy boy. Bevor wir wieder, richtig... Mann! Boah, wie mich das gerade selber so abnervt, dass ich meine Stotterei nicht unter Kontrolle habe, ne? Ja. Ist wohl ausgebrochen. Was? Ja, das nervt mich gerade. Sonst ist das doch auch nicht so krass. Was ist denn heute los? Ich die ganze Zeit nur am Stottern bin, ey. Ich krieg... Aber so extrem war es doch schon ewig nicht mehr. Schon jahrelang nicht. Und jetzt habe ich voll vergessen, was ich eigentlich sagen wollte die ganze Zeit. Ja, bevor ich richtig hier loslege mit Sophia und so, gehen wir nochmal nach dem Galata-Bezirk. Und holen uns jetzt die Waffen und so. Oder auch nicht. Wir haben nur 30.000. Ja. Wir können uns 1-2 Waffen kaufen. Oder vielleicht 2 Rüstungsteile. Das geht auch. Ach, Mann. Ich hätte es echt nicht gedacht, ne? Dass wir wirklich nochmal so derbe auf Geld angewiesen sind. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Wir sind jetzt in Sequenz 8. Also viel Zeit bleibt nicht mehr. Ich hatte also dementsprechend... definitiv recht, dass wir definitiv nicht das Geld zusammenkriegen, um die ganzen Monumente zu kaufen. Also war es tatsächlich doch gut, dass ich das mal gemacht habe. Und jetzt stehe ich da und gebe davon aus, dass ich tatsächlich nicht genug Geld zusammenkriege, um die restlichen Sachen zu kaufen. Scheiße. Wir haben jetzt 39.964.
Wir könnten davon wenigstens die Rüstungen komplettieren. Das letzte Buch können wir nicht kaufen. Wir hatten auch neue Gegenstände bei Schneidern. Warte mal, das sind über 30.000. Das sind ein Tag. Ach ja, genau. Ich wollte ja nachgucken, kann ich die byzantinischen Waffen jetzt hier kaufen oder nicht? Oder muss ich dafür nach Kappadokien zurückreisen? Das ist das, was mich ziemlich stark interessiert tatsächlich. Ich gehe davon aus, ich muss nach Kappadokien zurück dafür. Ausverkauf, komm. Stimmt das? Das sind die Rüstungen? Ja. Guck mal an. Ich muss für die Waffen tatsächlich nach Rück und zwar für... ich muss für die Waffen tatsächlich zurück. Nach Rück. Rück gibt's wirklich. Ist eine Stadt in Deutschland. Ich muss für die Waffen tatsächlich zurück und zwar für alle vier. Für das Afghanische, das Preußische und die zwei Byzantinischen. Krass. Naja gut, dann brauche ich aber halt auch nicht die Rüstung jetzt kaufen, ne? Nee. Dann ein anderes Mal. Dann ein anderes Mal, genau. Wir sparen jetzt einfach. Wir warten, bis wir mehr Geld haben. Ach, Quark. Die Richtung. Sorry. Sorry. Hier lang müssen wir zum Unterschlupf. Weil, warum soll ich jetzt mich umziehen gehen? Wenn ich dann irgendwann später wieder hergehen muss und mich umziehen muss oder neue Waffen ausrüsten muss, beziehungsweise alte Waffen. Ist doch blöd. Deswegen spare ich mir das jetzt. Wir sparen uns ein bisschen mehr. Huch, ist das Tor ist gerade aber super spät eingeploppt hier ins Bild. Ja, wir gucken, dass wir Hauptmission weitermachen und gucken, dass wir Geld sparen in der Zeit. Wo ist es denn da? Ah, Sophias Geschäft. Ja, natürlich, wo auch sonst. Wir sollen ja nach die Sophia gehen und nach hier gucken. Nach die Sophia, merkt's euch. Nach die gute alte Sophia. Bubu? Kannst du kurz Pause machen, mal herkommen und mir einen Gefallen tun? Manchmal denke ich, der Tag hat einfach nicht genug Stunden, um all die Arbeit zu erledigen. Mein lieber Herr Außenkorrespondent. Gucke mal. Kannst du mir mal gerade diese und diese Summen hier zusammenrechnen? Dankeschön. Wenn es hinten nicht ganz passt und du die Zahl nicht lesen kannst, ist es okay. Solange du mir grob sagen kannst, wie viele 100.000 ich dafür brauche. Oh, Yusuf hat sein Versprechen wahrgemacht. Hier stehen überall Assassinen vor Sophias Geschäft. Oh, Yusuf ist ein Guten. Oh, ich mag Yusuf. Yusuf ist toll. Oh, komm her an meine männliche haarige Brust. Ich knuddel dich, du alte Sau. Oh, ist der toll, der gute Yusuf. Der hat für uns auf unsere gute Sophia aufgepasst. Ich hätte fast gesagt Frau, aber ist sie nicht. Prinz Ahmed hat gedroht, Sophia etwas anzutun. Finden und beschützen Sie sie. Akzeptieren. Okay, volle Synchro. 5 Wachen im Nahkampf eliminieren, ohne getroffen zu werden. Das kann relativ... Habe ich jetzt gerade auf B gedrückt? Habe ich jetzt gerade die Mission abgelehnt? Dang it, habe ich. Scheiße. ja, das kann relativ zügig gehen, das kann aber auch ein bisschen dauern. Sophia finden. Oho. Hier liegen tote Byzantiner. Oh, ich habe kein Gift gekauft beim Schmied. Ich hätte Gift kaufen sollen. Fällt mir gerade mal so auf. Ich hätte Gift kaufen sollen. Aber die haben wenigstens ein paar Nebelbomben und auch alle Gift bis jetzt. Holy moly. Und? Wie viel? 155.645. Grob. Wenn Ido alle Zahlen richtig entziffern konnte, weil ich sehe schon hier ordentlich. Also wenn man die alle, also teilweise, wenn man meine Schrift hier entziffern will, muss man schon Hieroglyphen lesen kann. Das geht voll, sagst du? Okay, na gut.
Also 155.645. Vielleicht kriegen wir es noch geschissen. Wir kriegen aktuell 30.000 alle 20 Minuten. 30, 60.000. Okay, wir müssen jetzt noch eine Stunde und 20 Minuten lang spielen, um genug Geld zusammen zu bekommen. Mit den 40.000, die wir jetzt gerade schon haben. Okay, nun gut. Nein! Freund Yusuf ist tot. Ihr habt euch die Ruhe verdient, Bruder. Requiescat in pace. No. Brüder, Schwestern, die ganze Stadt lehnt sich gegen uns auf, während Yusufs Mörder vom Arsenal aus zuschaut und lacht. Kämpft mit mir und zeigt ihm, was passiert, wenn man die Wege der Assassinen kreuzt. Das war der eine Charakter im Spiel, abgesehen von Sophia. Aber bei Sophia weiß ich, dass sie halbwegs safe ist. Aber das war der eine Charakter im Spiel, den, wenn du den tötest, dann bin ich sauer. Und sie haben ihn getötet. Jetzt bin ich sauer. Ahmed finden und eliminieren. Ich mach den so kalt, den kleinen Wichser. Ich sag dir, ist mir scheißegal. Er hat unseren Yusuf getötet, der stirbt jetzt. Lass mal ganz kurz weg und der Katze die Wunde zu desinfizieren, dann ist Tommy auf einmal sauer. Der hat meinen Lieblingscharakter im Spiel gekillt, der Ficker, der stirbt jetzt. Der blöde Pissnelkenficker. Warum ist eine von euren Katzen verletzt, Ben, by the way? Jetzt mal kurz ernsthaft. Was ist da los? Ich war auch traurig, als er starb. Hä? Du hast das auch gespielt? Oh, wir haben ja immer noch, wenn angegriffen, 5 Wachen im Nahkampf eliminieren, ohne getroffen zu werden. Oh! Oh, 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 Moment. Moment. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Ich war hier jetzt gerade voll im Wegrennen einfach. Im Durchrennen. Meine guten Assassinen machen hier gerade alles weg. Nein, nicht alles wegmachen, ihr Idioten. Ich brauch die. Oh! Gut bewaffnet, nicht wahr? Haltet ihn auf! Sofort! Ich gebe jetzt nur die Aus. Also, die neue Weide. Das ist doch wohl nicht euer Ernst, oder? Okay, ich hab's geschafft. Oko. Entschuldigung. Oh, ich habe mein Schwert ja gar nicht ausgerüstet. Deswegen geht es so schwer. Das sehe ich ja jetzt erst. Oh Mann, ich kämpfe die ganze Zeit mit den versteckten Klingen anstatt mit dem Schwert. Oh Mann. So was Bescheuertes. Ich bin zu durch wegen Yusufs Tod. Ich mochte den Tod so gern, Alter. Der war so super. Das war eine richtige Frohnatur. Das ist wie als Kiran in Red Dead 2 gestorben ist. Das war auch so scheiße. Mann, ey. Okay, bis gleich, Fino. Diese Wut. Wo ist sie? Falls ihr denkt, ihr könntet verhandeln, dann tötet mich und zwar schnell. Schade, dass es so weit kommen musste. Zwei Männer, die Freunde sein sollten, streiten um die Schlüssel zu einer Bibliothek.
Wir haben beide dasselbe Ziel, Ezio. Nur andere Methoden. Erkennt ihr das nicht? Frieden, Stabilität und eine Welt, in der die Menschen ohne Furcht leben. Menschen suchen Wahrheit, ja. Doch auch wenn sie sie haben, erkennen sie sie nicht. Wie bekämpfen wir derlei Ignoranz? Freiheit mag chaotisch sein, Ahmed. Aber sie ist unbezahlbar. Natürlich. Und wenn alles zerbricht und das Licht der Zivilisation verblasst wird, Ezio Auditore sich aus dem Dunkel erheben und stolz verkünden, ich blieb meinem Credo treu. Ich öffne diese Bibliothek und finde den großen Tempel. Und mit der dort versteckten Macht werde ich den Aberglauben zerschmettern, der die Menschen trennt. Nicht in diesem Leben, Ahmed. Bringt die Siegel zum Galata-Turm, wenn ihr soweit seid. Tut dies und Sophia wird verschont. Die Armee meines Bruders wird bald hier sein, Ezio. Und danach ändert sich alles. Ich bin nicht sauer. Wie lange seid ihr schon hier? Lange genug. Ich ließ Ahmed seit seiner Rückkehr verfolgen. Doch ich rechnete nicht mit so etwas. Und was denkt ihr jetzt? Er ist ein ehrlicher Mann. Doch seine Templer-Fantasien sind sehr gefährlich. Sie halten der Wirklichkeit nicht stand. Die Welt ist ein Flickenteppich aus vielen Farben und Mustern. Ein gerechter Führer sollte das feiern und nicht dagegen vorgehen. Er fürchtet die Unordnung, die aus Unterschieden entsteht. Deshalb schaffen wir Gesetze für alle. Einen Kanon, der für alle gleichbindend ist. Cesarem, zurück! Halt, Soldat! Dieser Mann ist nicht unser Feind. Es wäre eine Herausforderung, einen Sohn wie euch zu haben. Ihr seid noch nicht tot, alter Freund. Ezio, verschont meinen Onkel, wenn ihr könnt. Würde euer Vater... Nein. Tja. Wenn man jetzt ein bisschen mehr in History bewandert wäre, könnte man ja schon vorahnen, ob dieser Charakter stirbt oder nicht. Weil ich gehe mal davon schwer davon aus, dass die herrschende Sultansfamilie historisch korrekt ist. Wie es ja auch die Familie der Palaiologos war. Ich bin gerade so fucking traurig, ne? Ich bin gerade so traurig, dass Yusuf tot ist. Das gibt's gar nicht. Oh Mann, ey. Wenn ich jetzt nicht gerade on-stream spielen würde, sondern privat spielen würde, ich würde gerade heulen. Ich sag's euch, wie es ist. Ich würde gerade meine Tränen freien Lauf lassen und heulen. Es ist so scheiße, dass unser Yusuf tot ist. Ja. Okay. Hier wurde sich gerade ein bisschen ausgehasst, sozusagen. Sie hatte einen Kratzer am Kopf und Katzen reagieren ja... Katzen, nicht Kratzen. Kratzen reagieren stärker auf Dreck. Ja, stimmt aber auch irgendwo. Katzen reagieren ja stärker auf Dreck etc. in Wunden, weshalb das dick wurde, wie man auch beim Arzt etc. Das ist alles gut. Nur Kiso hat das immer wieder aufgekratzt. Jetzt hat sie so einen Kragen um und das ist... Und desinfizieren halt weiter an sich nichts Ernstes, nur sie hat es halt immer wieder aufgekratzt. Es tut mir leid, dass ich gerade gelacht habe, aber ich muss immer so lachen, wenn dieses Klischee von wegen Hund oder Katze muss so einen Kragen tragen, wahr wird und mal wirklich in real life mal so irgendwie eine Katze oder ein Hund diesen Kragen tragen muss. Ich denke mir dann immer so, oh Gott, ey, du armes
Du armes Ding, dass du das tragen musst. Aber es sieht so bescheuert aus. Es tut mir ja leid. Ich muss trotzdem jedes Mal kichern. Mann, oh. Es gibt so süße, zum Beispiel Donuts, die man um den Hals tragen kann. Die sind so süß. Für Katzen, die halt längerfristig den tragen müssen oder so. Ja. Und ja, dann, wie Fino sagt, gute Besserung für Kisu. Ganz schnell, ganz schnell. Okay. Also, wir sind in Sequenz 7 oder 8. Ich glaube, wir sind in 8 jetzt, ne? Kann das sein? Wir sind, glaube ich, in 7 waren wir in Dingenskirchen. Kappadokien? Hä? Achso, wir sind da vorne. Entschuldigung. Hier. Sequenz 8 hat nur 3 Missionen. Und eine davon haben wir schon gemacht. Oh shit. Oh shit. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die 155.000 da noch zusammenkriegen. Okay, was sagt denn die Map? Ist aber kein Plastikkragen, sondern so ein weicheres Stoffding. Ach so. Okay, ich dachte, es wäre dieser Klischee-Trichter, Plastiktrichter, den sie um den Hals haben, als. Weil da, wenn ich das Ding sehe bei einem echten Tier, muss ich, es tut mir ja so leid, aber ich muss jedes Mal kichern. Ich denke mir nur immer so, du armes Ding. Du siehst so scheiße aus. Es tut mir leid, ich bin ein ganz schlechter Mensch. Oh, Mann. Okay. Okay. Also dann, gehen wir mal, zum nächsten Schnellreisepunkt und dann zum Unterschlupf. Ui, hier liegen ja noch Leichen. Da können wir mal kurz plündern. Ich meine, die haben nicht viel Geld oder so, aber immerhin vielleicht noch das ein oder andere Item. Oh, what? Unser ganzer Scheiß ist ja voll. Tatsächlich. Okay. Es ist ja wirklich alles voll. Außer Geld, logischerweise. Aber gut, okay. Nun gut. Nun gut. Nun gut. Naja, okay. Scheint so, als hätten wir alles hier für den Moment. Okay, also wir müssen zu unserem Dingenskirchen. Oh! Warum greifen mich die Osmanen jetzt an? Frage? Ich weiß, ich hatte es auch schon im Kopf. Bevor ich das Wort Frage überhaupt gesagt habe. Frage, Antwort. Warum habe ich zum Teufel Dingenskirchen? Ich habe ein Kopfgeld. Danke für die Erinnerung. Danke, Schatz. Ich habe es voll vergessen. Ich habe es wirklich total vergessen. Ich habe ein Kopfgeld von 10.000 Aktien. Wobei 10.000 ist eigentlich nichts, aber okay. Nee, in der Welt wahrscheinlich ist 10.000 eine fucking Menge. Wenn wir für 60.000 Aktien die Hagia Sophia kaufen konnten, dann ist 10.000 wahrscheinlich die ganze, eine verfickt riesige Menge Geld. Ich weiß nicht, wie viel Aktie in Euro heute ist, wenn es das überhaupt eine Umrechnung gibt. Ich rechne das ja super gerne um. So alte Dollarwährungen, das habe ich auch ständig bei bei Red Dead Redemption 2 gemacht, um zu wissen, was Sachen in heutiger Währung kosten würden. Umrechner. Aktie. Oh Gott, wie schreibt man die? Warte mal. AC Revelations Currency. Oh, so schreibt man die. AKC mit einem ganz komischen Gefuddel am Arsch und E. Okay, dann kopieren wir uns das mal.
Übersetzt. Nein, nicht übersetzen. Menschenskinder. Es ist auf jeden Fall türkisch. Schön, dass der Übersetzer das direkt erkannt hat. Das ist nice. Gut, dass wir das vorher noch nicht wissen. Ja, gut, dass wir nicht vorher schon wussten, was Akçe sind. Okay, dann gucken wir jetzt mal. Akçe. Umrechner Euro. Umrechner Euro. So. Wir haben Geld gekriegt. Cool. Da. Währung im Osmanischen Reich. Akçe. Okay, können wir das umrechnen? Die Osmanen waren eine Dynastie, die ihren Ursprung in den weiten Zentralasiens hatte und später nach Kleinasien einwanderten. Das Osmanische Reich war eines der letzten großen Weltreiche, bis ab etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts der Niedergang begann. Die sind kurz nach dem Ersten Weltkrieg zusammengebrochen, by the way. Oder kurz nach dem Zweiten? Ich weiß es nicht mehr. In dem Zeitraum auf jeden Fall. Okay, ich sehe hier keine Umrechnungen für Akçe. Türkische Lira, finde ich. Aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Wie viel Slotti gibt es bei einem Euro? Und Slotti. Oh Gottes Willen. Ach Gott. Nee, anscheinend gibt es das nicht. Kein Währungsumrechner. Aber warum? Ich versuche nochmal ein letztes Mal jetzt. Wir haben es gleich. Umrechner, Euro, Akçe. So rum vielleicht? Nein. Findet er auch nicht. Er findet eine albanische Lek. Findet er. Aber mehr auch nicht. Okay. Können wir leider nicht umrechnen. Aber gut, wenn 60.000 Akçe ausreichen, um eine Hagia Sophia zu kaufen, dann werden 60.000 Akçe in heutiger Währung wahrscheinlich mindestens 3 Euro sein. Ein paar Mille sein. Gehe ich mal schwer davon aus. Weil... Ach Quark, ich muss ja gar nicht gehen. Weil, ja, unter ein paar Millionen kriegst du wahrscheinlich die Hagia Sophia heutzutage nicht. So, was haben wir denn Schönes? Der Austausch. Sammeln Sie die Masyaf-Schlüssel für den Austausch ein und bringen Sie sie zu Ahmed, um Sophia zu retten. Sophia retten, bevor sie die Hälfte ihrer Gesundheit verliert für die volle Synchro? Okay. Ja, natürlich tun sie ihr weh. Und dabei hatten wir jetzt gerade alle 5 Schlüssel, ey. Oh mein Gott. Deswegen sind die Schlüssel zu finden Sophia-Erinnerungen. Nicht, weil sie in Verbindung mit ihr stehen, weil wir den Ursprung von den Schlüsseln von ihr gekriegt haben, sondern weil wir die Schlüssel finden müssen, um sie zu retten. Deswegen sind das Sophia-Erinnerungen. Deswegen stand da nämlich auch gerade, finden Sie alle Schlüssel. Nicht, bringen Sie die Schlüssel zu. Weil ich habe ja jetzt schon alle 5 Schlüssel. Das Spiel geht davon aus, dass man unter Umständen vielleicht noch nicht alle Schlüssel hat. Deswegen sind es Sophia-Erinnerungen. Und deswegen kommt Sophia auch nicht in den Erinnerungen vor, außer in der allerersten. Ah. Okay. Gut zu wissen. Gut zu fucking wissen. Wir sind vielleicht doch noch, was? Der... Durch Benutzung der Tunnel wird die laufende Erinnerung unterbrochen. Oh. Okay. Ach so, ja, wir sollen ja zum Galata-Turm. Okay. Kriegen wir hin. Wir kommen zum Galata-Turm. Dauert nur ein bisschen länger als sonst üblich. In der Zeit, ne, wo ich hier AFK gegrindet habe,
Jedes Mal, wenn ich aus dem Unterschlupf rauskam, ist ein ein Meuchelmörder mir hinterhergerannt und wollte mich töten. Das ist jetzt irgendwie schon seit dem Stream, also seit der Stream an ist, nicht mehr vorgekommen. Finde ich auch interessant. Stream ist mein Schutzschild sozusagen. Oh, eine Menge Assassinen. Holy moly. Mentor. Oh. Jetzt sollte die Zeit sein, sich zu erinnern und zu trauern. Ich weiß. Doch unsere Feinde erlauben uns diesen Luxus nicht. Yusuf hielt sehr viel von euch, Assassine. Und ich habe keinen Grund, sein Urteil anzuzweifeln. Werdet ihr die Kraft finden, diese Männer und Frauen zu führen und dabei die Würde des Ordens zu bewahren? So wie Yusuf es mit Leidenschaft tat? Es wäre mir eine Ehre. Bene, ich bin froh. Unser Feind ist nah. Nehmt die Position um den Turm ein. Dann wartet auf mein Kommando. Oh, erinnere mich doch nicht nochmal dran. Mit Ahmed treffen und den Austausch durchführen. Ist aber auch echt gut, dass ausgerechnet der Assassine den Ezio anspricht und dem er sagt, werdet ihr bereit sein, die Assassinen zu führen? Dass der als Einzige eine Maske aufhat. Finde ich gut. Damit man auch ja nicht sagen kann, oh, wir wissen genau, wer das war, wie der aussah. Nein, der hatte eine Maske auf. Und der war männlich. Und deswegen können wir da vielleicht noch irgendwann mal was draus ausschlachten. Ach Mann. Wo ist sie? Ich bewundere euch, Ezio. Aber euer Blutdurst macht es schwer, euch Freund zu heißen. Blutdurst? Ein befremdlicher Vorwurf von dem Mann, der seinen eigenen Neffen angreifen ließ. Er sollte entführt werden, Ezio. Nicht getötet. Ah ja. Entführt von den Byzantinern, damit sein Onkel ihn retten und als Held dastehen kann. Mehr oder weniger. Jetzt die Schlüssel. Erst das Mädchen. Sie gehört euch. Sophia! Bringt eure Männer zurück. Sie gehört euch. Oh Gott, wir haben 2 Minuten, um auf den Turm zu klettern. Und ich bin natürlich direkt mal in die falsche Richtung gehüpft. Oh, komm schon, Ezio, bitte nicht. Ich will jetzt nicht auch noch sehen, wie Sophia in den Tod geschmissen wird. Da kann ich jetzt echt drauf verzichten. Yusuf, der gekillt wird, hat mir jetzt schon gereicht. Ich weiß, es geht niemals in Assassin's Creed, ohne dass Freunde oder Familienmitglieder sterben, des Protagonisten. Und das ist, wie es ist. Das macht es nicht weniger schlimm, das macht es nicht weniger traurig. Wenn ich es verhindern kann, dann will ich jetzt wenigstens dafür sorgen, dass die gute Sophia nicht einem ähnlichen Schicksal anheimfallen muss. Es ist nicht Sophia. Du Scheißbastard! Nein, nicht verletzt, aber sehr konfus.
Konfuzius. Ich wollte euch nicht da reinziehen. Es tut mir leid. Ihr seid nicht verantwortlich für die Taten anderer Männer. All dies wird bald vorbei sein. Aber ich muss zurückholen, was sie mir nahmen. Ich verstehe nicht, was hier passiert, Ezio. Wer sind diese Männer? Rennt! Oh, haben wir mal wieder eine Kutschenfahrt vor uns. Oh, ein Glück, dass wir Sophia gerettet haben, Alter. Die Arme. Der hat nichts mit dem ganzen Scheiß zu tun. Die weiß nicht mal was davon. Ahmed verlässt die Stadt mit den 5 Masyaf-Schlüsseln. Fangen Sie ihn, bevor er entkommt. Akzeptieren. Volle Synchro, 20 Wachen töten. Oh. Auf der Kutsche? Wie mache ich das? Durchhalten. Gut, gut. Ihr kommt, um mich zu verabschieden. Hä? Ah, so. Oh, ohne mich selber zu killen dabei. Oh, shit. Oh Gott, hätte ich das von Anfang an gewusst, dann wäre das kein Problem gewesen. Oh mein Gott. Holy shit. Nein, Sophia! Nicht tot machen, die gute Frau! Oh nee, nicht den Scheiß. Oh komm! Ja, 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 das hatten wir auch am Anfang schon. Ganz am Anfang mal. Seid ihr verletzt, Sophia? Oh Gott! Was mache ich denn jetzt? Zum Bewegen linken Stick benutzen. Ja, versuche ich doch. Ach so, zum Bewegen links und rechts. Oh, komm! Oh, komm schon! Leute bei Ubisoft, seid ihr bescheuert! Holy fucking shit! Fick dich! Rah. Ich krieg dich! Fick dich! Und auch dich! Na komm schon! Lass! Oh! Okay. Ah! Oh Gott! Kann ich Medizin machen? Ja, aua! Entschuldigung. Ein Glück, dass mein Ziel ist, genügend Gegner zu killen und nicht irgendwie keine Munition? Nein. Wie heißt das Wort? Gesundheit zu verlieren. Holy shit, Alter. Fick dich. Oh, nein, dich nicht. Aber dich. Und auch dich. Und dich. Jetzt habe ich dich. Fuck you. Entschuldigung. Bin ein bisschen diebisch gerade, aber es, ich habe keine Ahnung, ob wir genügend Gegner gerade kriegen. Ich weiß es nicht. Da sind wieder 2. Und Tschüssikowski. Oh, oh, nein. Ich komme hier gerade vor wie in so einem, keine Ahnung. Wie heißt das? In einem Freizeitpark? In irgendeiner, keine Ahnung was. Wie heißt das? In irgendeiner... Ja, in irgendeinem... Keine Ahnung. Fahrgeschäft, danke. Aua!
Mensch, Sophia, musst du so eine Scheiße zusammenfahren hier? Gibt's keinen besseren Weg? Als links, rechts, links, rechts, rechts, links. Mein Gott, Mädchen, was ist nur los mit dir? Ach so, der fährt genau so eine Scheiße zusammen. Okay. Es ist dir verziehen. Aua. Nonno. Ihr habt doch alle den Arsch offen. Autsch. Scheiße. Ezio ist so der Prügelknabe. Der kriegt nur auf die Fresse gerade einfach. Ach, schön. Wenigstens kann ich Medizin nehmen. Okay, ich glaube, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, dass es diese Gegner hier sind, von denen ich 20 killen muss. Unfähige Kinder! Wo habt ihr das Kämpfen gelernt? Unfähige Kinder? Ach so, das hat er zu seinen Soldaten gesagt. Okay. Alter, Sophia kriegt übelst den Schaden gerade die ganze Zeit. Komm schon. Okay, wir haben das optionale Missionsziel erledigt. Fuck you! 21. Okay. Oh, das war aber wirklich auf den letzten Drücker hier. Oh, leck mich am Arsch. Ja, ich sehe. Was gibt's? Was gibt's zu sehen? Du warst lange genug ein Dorn in meinem Fleisch. Wow! Geht, Ezio, mir geht's gut. Okay. Bitte sag mir nicht, dass ich auf der Kutsche landen muss. Okay, Gott sei Dank. Puh. Fuck you, Ahmed. Oh. Gegen Ahmed kämpfen. Oh. Erhalten, um abzuwehren. Schon stirb! Was? Hä? Was? Bitte was? Was war das? Wieso? Wieso sind wir desynchronisiert? Wir waren auf ihm drauf! Ido Schrimp passt so schön. Ja. Und Idos und mein Rücken so. Ich sehe aus wie ein C. Ja. Guck mal, was Ido kann. Hä? Ja, dann auch noch die rosa Decke dazu, wirklich wie ein Schrimp. Ich bin so verwirrt gerade. Ich mach genau das, was das Spiel mir sagt. Ja, ich mach genau das, was das Spiel mir sagt. Ich halte RT. Und ich drücke die X-Taste. Um ihn zu killen. Das Spiel sagt mir, halte RT und drücke X, um ihn zu killen. Sagt mir aber nicht, dass ich RT loslassen muss, wenn ich X drücke, um ihn zu killen. Danke, Spiel. Mann! Das ist ein Schwachsinn. Und was nun, Ezio? Wie wird das enden? Ich hab keinen Rheuma. Könnt ihr mit Rheuma das? Ido. Fick dich, das für Yusuf, by the way!
Soldaten! Selim ist nicht euer Meister! Ihr dient dem Sultan! Ihr untersteht nur seinem Befehl! Wo ist er? Wo ist unser Sultan? Er steht vor dir, Bruder. Vater hat sich entschieden. Selim! Halt! Bitte! Ja! Fick dich! Das ist für Yusuf! Und für Sophia, by the way. Hallo! So, ihr seid der Assassine. Ezio Auditore. Ich bin Selim, Sülemans Vater. Er spricht sehr gut über euch. Er ist ein bemerkenswerter Junge mit einem wachen Verstand. Hätte er nicht für euch gesprochen, hätte ich euch stehenden Fußes töten lassen. Verlasst diesen Ort und kommt nicht zurück. No! Ihr habt das Richtige getan, Ezio. Das ist nicht euer Kampf. Doch wo endet der eine? Wo fängt der andere an? Ja. Wie es halt so ist, ne? Der Kampf Osmanen gegen Byzantiner ist nicht unserer, ja. Aber auch nur, weil die Geschichte schon geschrieben ist, ihr Freunde. Ich hoffe, den Controller hat man gerade nicht schon wieder gehört. Controller so. Bill, gut dich zu sehen. Hör mal, hier wartet ein Zollbeamter, der mit allen sprechen will. Ich hoffe, du hast was für uns. Natürlich. Reisepässe und Papiere für alle. Ah, brillant. Also ich bin jetzt Neurochirurg. Na fein. Ihr seid ein Ärzteteam von SUNY Upstate und kommt gerade mit eurem Patienten aus Rom zurück. Experimentelle Gentherapie. Gute Arbeit. Bringen wir es hinter uns. Warte, hey, das ist verrückt. Was denn? Ich weiß nicht, aber Desmonds Hirn flackert wie eine matte Ladykracher. Soll das heißen, wir sind fast soweit? Lol, was ist mit der Vanini? Was mit Sophia ist, ist die Tatsache, dass wir nicht in, also wir als Spieler, nicht in die Geschichte eingreifen können, die tatsächlich passiert ist. Was ist das? Was geht hier vor? Das ist das Ende, Desmond. Wir werden gelöscht. Was machst du denn? Ein Mensch ist nur die Summe seiner Erinnerung. Wir sind die Geschichten, die wir leben, die wir uns selbst erzählen. Tu das nicht. Ich rette dich, du Idiot! Geh! Geh! Oh nein, 16! Ach, komm schon! Nicht der auch noch! Ja, ich meine, er war schon tot. Und es war nur noch seine Erinnerung, aber trotzdem! Ich schreibe diese Zeilen mit fester Hand und erleichtertem Herzen. Wir sind nun in Akron. Sophia und ich. Mit 5 Magia-Schlüsseln in unserem Besitz und aller Zeit der Welt. Sophia ist eine weitgereiste Frau und eine angenehme Begleiterin, so weit weg von daheim. Morgen werden wir nach Masyaf aufbrechen und, dort angekommen, Altairs Bibliothek betreten, um Vaters unerfüllten Traum zu verwirklichen. Verzeih, dass ich mich so kurz fasse, liebste Schwester. Doch es ist spät und wir sind müde. Mit etwas Glück kann ich dir meine nächste Nachricht schon wieder persönlich überbringen. Con affetto, Ezio. Okay, das habe ich nicht mitbekommen, Vanini, aber